Hallo, servus liebe Leute. Herzlich willkommen auch bei unserem dritten Livestream aus Haag bzw. aus Mostviertel, nämlich vom Wagyu-Hof im Mostviertel. Wir sind heuer bei einer großen Party da bei diesen tollen Startup, und da sind viele Unternehmen aus dieser Gegend dabei. Auch zwei weitere coole Startups, Tractive und Linemetrics. Servus Wolfgang, herzlich willkommen bei uns. Hallo Dan. Ich komme durcheinander. Und servus Reinhard, herzlich willkommen bei uns Linemetrics. Danke dir, hallo. Start mal kurz mit dem Pitch. Ihr wart schon bei uns unlängst in einem Livestream, aber vielleicht sag auch du, was sind Pet Wearables, was macht ihr? Also Tractive macht GPS-Tracker für Haustiere, im Wesentlichen für Hunde und Katzen. Da kann man sein Haustier in Echtzeit tracken, somit weiß man eigentlich immer, wo die Katze oder der Hund ist. Man kann einen virtuellen Zaun setzen um sein Haus, um den Grundstück und bekommt eine Instant Notification auf das Handy, also eine Push-Nachricht auf das Handy und sieht sofort, wo der Hund oder die Katze sich gerade befindet. Zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, die Aktivität zu tracken, weil auch im Haustierbereich die Gesundheit oder die Bewegung immer ein wichtiger Aspekt wird. Naja, das ist jetzt spannend, was du sagst. Ja? Ich habe nämlich bei diesen Kühen auch eure Geräte gesehen. Hast du jetzt was verschwiegen oder ist das jetzt nur eine Testprobe? Naja, der Fokus liegt grundsätzlich schon auf Haustieren, aber wir haben ein GPS-XL-Gerät entwickelt, das sich sehr gut auch für Nutztiere eignet. Und das hat sich natürlich hier sehr angeboten, dass wir auch die Kühe vom Wagyu-Hof mit XL-Trackern ausstatten, weil es da durchaus Sinn macht, die Bewegungen zu tracken, die Location von den Tieren zu tracken, weil vor allem, wenn sich ein Tier abseits der Herde befindet, ist das im Normalfall ein Indikator dafür, dass es entweder krank ist oder sehr bald ein Junges bekommen wird. Jetzt vielleicht eine Frage, die mich selber sehr interessiert und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Startups. Klingt danach, dass sich immer neue Möglichkeiten eröffnen, Geschäftsfelder auszubreiten mit eurer Technologie. Trotzdem ist es wichtig, den Fokus zu bewahren. Wie geht es ihr damit um? Ja, wenn sich jetzt wirklich neue Chancen eröffnen, könntest du dahergehen und sagen, hey, Landwirtschaft, super, müssen wir sofort attackieren. Oder sagst du, wir bauen einmal die Schiene auf, auf der wir drauf sind. Wie geht ihr damit strategisch um? Bei uns ist es ganz klar, dass wir strategisch auf dem Haustiersegment bleiben. Das heißt, auch wenn wir jetzt einen XL-Tracker haben, werden wir keine Modifikationen für Nutztierbereiche machen, sondern wir fokussieren von Anfang an auf Haustiere. Es hat nicht nur einmal, sondern glaube ich mehr als 10-mal die Diskussion gegeben, weil es natürlich verlockend ist, das Auto zu tracken, den Koffer zu tracken, das Fahrrad zu tracken, was auch immer zu tracken, die Frau, den Mann, das Kind. Aber wir bleiben den Haustieren treu im Moment und fokussieren auf das vollkommen. Es ist, glaube ich, wichtig, den Fokus zu behalten, auch im Hinblick auf die Mitarbeiter, dass sie wissen, wo geht die Reise hin. Und wir sind da sehr transparent unseren Mitarbeitern auch gegenüber, dass wir bei den All-Hands-Meeting ganz klar kommunizieren, was sind wir nicht. Und da ist ganz klar die Message, dass wir ein Haustier-Tracking-Firma sind und nichts anderes. Letztens, wo wir bei euch in Linz waren, war die Rede von einem wirklich starken Wachstum, auch bei den Mitarbeitern. Oben habt ihr einen neuen Stockwerk ausgebaut. Ist das schon fertig? Wie ist da die Reise weitergegangen? Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Also wir sind jetzt circa 50 Leute, vielleicht ein bisschen mehr. Wir haben da ein paar Praktikanten auch gehabt, wie du bei uns warst. Der Ausbau wird mit 1. August oben abgeschlossen sein. Da werden wir auch eine nette kleine Dachterrasse bekommen, ein super nettes zusätzliches Büro, also noch einmal 300 Quadratmeter, ist alles schön auf Schiene und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Cool, danke fürs Erste. Bleib bitte da, wir werden da noch einmal reden jetzt. Hören wir uns an, was ist Linemetrics? Reinhard, was macht ihr? Okay, also Linemetrics, wir nennen uns Asset Monitoring, das heißt, wir können physische Dinge, Sensordaten von physischen Dingen erfassen. Was verstehen wir darunter? Das können Produktionsmaschinen sein, da geht es um Stückzahlen optimieren etc. Da geht es um Gebäude, Energiemonitoring, es geht um Logistikoptimierung oder eben jetzt Stallungen rausmessen, paar Daten. Wir bieten davon Hardware, Kommunikation, Cloud-Services, Mobile, den kompletten Stack an und bieten das ganze as a Service und machen es extrem einfach, das Unternehmen basierend auf Sensordaten Prozesse optimieren, Energieressourcen sparen, Performance optimieren etc. Starker B2B-Fokus, Industrial IoT. Wo habt ihr da den Need entdeckt? Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Also die ursprüngliche Idee kam dadurch, ich war 10 Jahre in der Automobilindustrie und ganze IT-Systeme für Automobilindustrie und die Idee, oder was mein Learning war dort, die Projekte haben meistens 1-2 Jahre gedauert, waren sehr teuer und waren immer getrieben von der IT-Abteilung. Und die Leute an der Maschine, die Hands-on-Guys, die wollten eigentlich nur ein simples Werkzeug, mit dem sie aber Kennzahlen rausmessen konnten. Und das gab es nicht am Markt. Und deswegen haben wir Linemetrics entwickelt, dass man es sehr, sehr einfach machen, dass man, egal welche Sensordaten man schnell messen möchte, Industriesensor irgendwo kaufen, anstecken und man hat sofort live.
Auch da seid ihr im Einsatz, im Stall. Misst ihr die Luftqualität oder was genau? Genau, wir messen da jetzt mal die Luftqualität, Temperaturen, Luftfeuchte, einfach mal die Klimabedingungen für die Kühe. Ist noch geplant, dass wir Energieverbrauch vom Stall, von den ganzen Geräten etc. messen. Vielleicht gibt es auch ein paar Anwendungsfälle, eben wie der Wolfgang schon gesagt hat, dass man erkennt, ob jetzt irgendwelche speziellen Vorgänge bei den Kühen selbst stattfinden. Eben Big Data Analytics ist natürlich da ein Riesenthema. Für uns ist natürlich eine nette Spielwiese, wir sind gleich ums Eck und von dem her schauen wir mal, was da noch kommt. Wenn du über die Anwendungsfälle sprichst, Weigelhof muss ja in ihrem Online-Shop sozusagen den Fleisch verschicken, versenden. Ist sozusagen Handel von frisch Lebensmittel auch ein Thema, wo man gut diese Sensorik ansetzen kann? Also wir werden relativ oft im Bereich Temperaturmonitoring, Alarming, Temperaturqualität eingesetzt, im Bereich Lebensmittel, Pharmazie etc. So mobiles Tracking von Boxen eher nicht, also unsere Geräte sind aktuell eher stationär, aber da können wir die ganze Temperaturkette abdecken. Es gibt auch Projekte, wo wir am Point of Sale Temperaturqualität erfassen, im Retail, im Shop drinnen. So die mobilen Devices, da gibt es andere Firmen, die machen es ein bisschen besser. Erzähl ein bisschen noch über euch, über euer Team, euer Startup, euer Investoren. Wie seid ihr da aufgestellt? Ja, wir haben, glaube ich, noch zu wenig, wie heute erfahren habe, mit euch gemacht, weil ihr seid super unterwegs. Vielleicht, wie ist die Gründerstruktur, beziehungsweise wie groß ist das Team und welche Investoren habt ihr an Bord? Okay, also Team ist aktuell 15 Leute, wir sind schon relativ lang in der Größe. Gründer ist eigentlich so, wir haben vor 5 Jahren gestartet, eigentlich vom Tag 1 mit der Unterstützung der Runtastic-Gründer. Eben, die sind ja zum Teil aus der Region, war für uns ein Riesenvorteil, weil wir sie gleich von den ersten Tagen sehr viel Expertise mit an Bord hatten. 2013 hat uns dann Hansi begleitet, Hansi Hansmann, noch unterstützt 2015 noch die Martin Global AG und der Büsberg-Gruppe, Lukas Büsberg. Das ist eigentlich unser Backup von der Seite. Das heißt, wir sind eigentlich sehr, sehr gut und sehr gut aufgestellt mit der Profis an Bord. Einige sehr coole Investoren genannt, die sicherlich einen Mehrwert bieten und stiften. Trotzdem die Frage, wie ist die Umsatzlage? Ist da, also ist Cashflow auch schon gut da? Gut ist immer relativ. Der erste Businessplan, da wären wir wahrscheinlich gerade in Hawaii oder irgendwo. Nein, es ist natürlich da, absolut klar, dass alles ein bisschen langsamer geht. Eine größere Herausforderung ist auch das Thema B2B-Sale, Industrie etc. Innovatives Produkt in den Markt bringen, Erfahrung, die wir mitgebracht haben. War nicht ganz einfach, waren extrem viele Learnings dabei, aber schaut sehr gut aus. Und das ganze Thema Industrial IoT, digitale Services, digitale Transformation bricht gerade riesig auf. Wir haben ein Wahnsinnsteam, extrem viel Erfahrung, ein tolles Produkt und jetzt kommt, glaube ich, die coole Zeit. Wo seid ihr sesshaft? Ist das jetzt in der Ortschaft oder in Linz? Wir sitzen in Stadthag. Wir haben ursprünglich im Nachbarort Heidershofen gegründet. Das ist noch ein bisschen mehr Land und sind seit knapp 2 Jahren in Haag, in Stadthag. Ein tolles Büro bezogen und fühlen uns da sehr wohl. Und gekommen, um zu bleiben nach Haag? Absolut, absolut. Werden da bleiben, genau. Super, was ich extrem spannend finde in jedem Livestream, heute hört man eigentlich extrem viel darüber, wie gut vernetzt ihr da vor Ort seid. Ja? Und ich glaube, da ist eine Institution, habe ich auch geschrieben, Spritzer-Stammtisch, auch entstanden, glaube ich, aus diesem Kreis. Wolfgang, was ist da eigentlich dahinter? Ja, die Spritzer-Runde ist in Haag entstanden, ursprünglich aus den Lymetrics-Gründern, den Runtastics und auch den Tractive-Gründern und hat sich zum Glück immer weiterentwickelt, dass immer mehr Startup-affine Leute oder auch Startup-Gründer sich zusammengefunden haben, die sich einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate an einem Donnerstag beim Gasthaus oder Pub Schiller in Haag getroffen haben. Und mittlerweile ist es der Startup 300 Stammtisch, weil es sehr viele Synergien zu Startup 300 gibt. Das heißt, auch der Michael Eisler und der Bernhard Lehner sind sehr regelmäßig da und der Michael Altrichter. Und wir schauen eben, dass wir das dazu nützen, dass wir die Erfahrenen sich mit weniger Erfahrenen austauschen, aber auch wir genauso unsere Probleme, unsere Learnings einfach gegenseitig weitergeben können. Im Grunde ganz transparent und offen, weil das jedem sehr, sehr viel hilft. Und ich bin ein großer Anhänger von diesen Dingen, dass man so wenig wie möglich verheimlicht, sondern wirklich offen, transparent miteinander spricht und schaut, dass man jedem weiterhilft, weil am Ende des Tages wird jeder davon profitieren.
Ist diese Vernetzung auch für dich ein entscheidender Hebel für diese Region? Wir haben reingeschrieben, das Posting Wiege für regionale Startups. Irgendwie scheint mir das so zu sein. Ist dieser Stammtisch um die Vernetzung, Know-how-Weitergabe und transparenter Austausch etwas wirklich Erfolgskritisches für sowas? Absolut. Also gerade das Netzwerk und Know-how-Austausch und eben auch in schwierigen Phasen mal Rat holen, austauschen. Ich glaube, es geht natürlich sehr vielen Gründern, gibt es immer Auf und Abs, braucht man nichts schönreden. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Aber das proaktive Weiterhelfen, das Netzwerk, ich sage mal, ist doch eine relativ junge Truppe, unter Anführungszeichen, die aber mittlerweile top vernetzt ist. Und das hilft. Und vor allem, man mag gar nicht glauben, es sind relativ viele sehr smarte Leute, die irgendwie zum Studium auch nach Linz, nach Wien gehen, die jetzt dann irgendwie mit über 30, mit einer jungen Familie wieder zurück aufs Land wollen. Und das sind eigentlich ganz tolle Ressourcen. Und das ist das, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen uns die besten Talente, die wieder zurück wollen aufs Land. Darum glaube ich, dass das möglich ist. Und das, was sehr gut ist, die Fluktuation ist aber sehr gering. Wenn die Leute da sind, fühlen sie wohl, wenn es eine coole Firma gibt. Und ich glaube, im ersten Interview heute mit dem Bürgermeister fragen, mit Lukas, hast du ja schon drüber gesprochen, in der Region soll einiges passieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es so ein starkes Netzwerk gibt. Finde ich super. Jetzt muss ich mir einer kulinarischen Frage abschließen. Was ist so die beste Burger-Zusammensetzung für dich? Muss es mit Bacon sein, mit Käse, ohne, mit Mayo? Was ist bei dir sozusagen Lieblingsprogramm? Also ganz ehrlich, ich esse den Wagyu-Burger sehr oft und sehr gerne und ich mache den relativ einfach, indem dass ich keinen Käse, keinen Bacon dazu nehme und nur ein bisschen Soße, weil das Fleisch so gut ist, dass ich auf keinen Fall will, dass es durch irgendwelche anderen Dinge wie Käse oder Bacon irritiert wird. Cool, bei dir? 100% agree. Ganz genauso. Dann werde ich jetzt rübergehen und einen Wolfgang Burger bestellen. Danke für deine Zeit. Wirklich cool, was ihr da macht. Wir werden euch weiter sehr, sehr gerne unterstützen. Gehen wir jetzt noch ein bisschen die Sonne genießen. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Wolfgang Reinhardt, vielen Dank für eure Zeit und danke, bis zum nächsten Mal. Danke, Dan. Danke. Ciao. Ciao. So, jetzt habe ich noch etwas vergessen. Wir haben nämlich niemanden hinter der Kamera. Ich gebe dir jetzt das Mikrofon, bitte dich, die Abschlussworte zu sprechen, gemeinsam mit Reinhardt in irgendeiner coolen Gag-Variante und ich gehe hinter die Kamera und schließe das ab. Sehr gut. Also auch der Reinhard und ich möchten sich herzlich bedanken bei der Audienz und bei deren, dass er von Wien den weiten Weg gemacht hat nach Hagen, schönem Ostviertel. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Ansehen des Livestreams. Ja. Hast du noch was zu sagen? Danke, das war's. Gute Nacht.